Was ist, wenn hier am Ende noch gekämpft werden muss? Könnt ihr auch ein bisschen Blut von mir opfern? Das ist eine sehr gute Frage. Kor würde das gut finden. Wie steht Pyreine dazu? Das, naja, also Wunden heilen ja auch zu. Wenn du möchtest, können wir das machen. Mein Junge, natürlich machen wir das jetzt. Wunderbar. Ja, dann hole ich meine kleine Opferschale raus. Siehst du, ganz viele schneiden sich beim ersten Mal in die Hand. Aber das ist fürchterlich dämlich, weil die Hand sehr langsam zuheilt. Deswegen schneidet man sich in den Arm. Verstehst du? Ja, wusstest du, dass man mit Blut auch Felder düngen kann? Also, das macht man aber nur zeremoniell. Nicht mit viel, sondern nur mit so ein paar Tropfen. Aber das ist Pyreine auch lieb und teuer. Das muss aber freiwillig gegeben werden. Ja, das ist Chor auch sehr wichtig. Außer man ist ein Deserteur, ein Verräter, ein Paktierer. Dann kannst du es dir auch so nehmen. Nein, aber Adebert hat mir das erzählt. Der hat gesagt, dass man das früher auch gemacht hat. Dieser Linde hält da nicht so viel von. Sag mal, was ist eigentlich los mit diesem Adelbert? Der redet so komisch. Der ist ein Mystiker. So ein bisschen wie ich. Naja, aber du bist ja ganz vernünftig und der spricht immer Wörter, die ich nicht verstehe. Meinst du das Bosparano? Der ist, ich weiß nicht, wie das heißt. Einer von den Gelehrten. Er liest viele Bücher. Ja, vor solchen musst du dich immer in Acht nehmen. Die erzählen dir immer viele Dinge, die dich wirklich nicht weniger interessieren können. Ja, ich bin zumindest froh, dass ich jetzt das erste Abenteuer so mit dir erleben kann. Nachdem ich jetzt aus dem Tempel geflohen bin, so auf der Seeadler und der blutigen See und dann auf der Insel, das war voll spannend. Ja, wenn du möchtest. Lido Kork. Ja, ein echtes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er ist, das müsstest du die Magier fragen, aber ein echtes kleines, großes Krokodil. Ein Klappauter hat er gesagt. Ja, aber ich habe auch schon vorher von Klabautern gehört, aber das darfst du nicht alles glauben. Klabauter sind auch ganz oft Seemannsgarn, ja. Ja. Aber vielleicht ist er ein echter. Weiß ich nicht. Also, Armin mir hat gesagt, er ist ein Klabauter, aber Lido Kork selber hat gesagt, er ist ein Krokodil. Von Klabauter weiß er nichts. Ja, das wird er wohl selber besser wissen, was er ist, ne? So, jetzt schneiden wir uns. Ja, wunderbar. Dann möchte ich meine kleine Nebenzeremonie abhalten. Ja, derweil bei den anderen unten im Rondra-Schrein könnt ihr zusammensitzen. Isarun, Zulamin, Yalan hat sich daneben gesetzt, nachdem Abemir wieder verschwunden ist. Was war denn da los? Wieso hat er jetzt in die Luft geschossen mit seinem komischen Gerät? Ihn hat eine Taube ziemlich zielsicher, wie habt ihr das genannt, undefekiert. Oh, was für ein Zufall. Ja, er hat wirklich auf sie geschossen. Ich habe noch versucht, ihn aufzuhalten, aber er war zu schnell. Wir haben auch gesagt, dass sie das nicht gutheißen werden, wenn er auf ihre Tauben schießt, aber naja. Und wohin wollte er so eilig? Ich blicke mich etwas verführerisch um. Ist gerade jemand in Hörweite sonst? Also in Hörweite wohl nicht, die sind wohl alle noch irgendwie in eigene Gespräche vertieft, also du kannst da wohl noch eine ganze Menge an Dorf- oder beziehungsweise Burgbewohnern erkennen, aber die haben hier halt ihre eigenen kleinen Gespräche, die sie zum Morgen halt führen. Vor allem geht es darum, dass in der Nacht jemand gestorben ist. Wir waren gerade auf dem Weg, die Gemächer des Weiten zu durchsuchen, da kam er tatsächlich ums Eck, um uns in diesen Tempel hier mitzuschleifen. Und mir ergriff die Gelegenheit, um sich abzusetzen und wohl noch einmal zurückzugehen. Die andere Möglichkeit ist, dass er jetzt einfach eine neue Tunika sucht. In dem Fall. In beiden Fällen bin ich erleichtert. Ich hatte schon Angst, er geht jetzt und dreht Boltax den Kragen um. Warum sollte er denn das tun? Oh, wenn es keinen Anlass gibt, dann alles in Ordnung. Ich habe ihm gesagt, Tauben sind unglaublich zielsicher. Die wissen ganz genau, wenn sie auf jemanden draufscheißen. Aber er hat mir nicht geglaubt. Naja. Ja, ich bin mir sicher, das war ein großer Zufall. Seht ihr sagt das. Aber ihr klingt nicht so, als würdet ihr das meinen. Habt ihr uns nicht gerade von der Bösartigkeit der Tauben überzeugt? Jedenfalls. Habt ihr etwas herausfinden können? Die Belagerer kennen wohl das Morgengebet und bevor der Rondergeweihte selber zu seinem Hausgebet von Luther ansetzen kann, könnt ihr es wieder knallen hören und kurze Zeit später die Einschläge, die
irgendwo im Inneren der von Ilsur dann aufschlagen, teilweise auch in den Felssplittern und dann eben dieses im Morgengebet versuchen zu entweihen. Schweine. Wir reden später. Und dann betet Sudamin erstmal mit. Ja, es wird das Gebet an den heiligen Luther gerichtet. Der erste Teil zumindest vom Hausgebet des heiligen Zorns. Die Nacht endet, da deine Wacht dauert an. Ich grüße den Tag mit deinem Namen. Ihr kennt das Ganze hier, schon zahlreiche Rondra-Zeremonien und Morgengebete erlebt. Und könnt dann mitbeten, ja, eine kleine Zeremonie. Ihr werdet natürlich auch begrüßt als Helden. Und Talion wird euch vorstellen, dass ihr jetzt als Helden die Burg dann frequentieren dürft. Ja, also nichts Besonderes, einfach nur die Vorstellung und ein paar Worte an Rondra. Gut, das wird es uns leichter machen, uns in der Burg zu bewegen. Wohl ja. Gibt Zunicken von einigen Dorfbewohnern, Schenkte, Mägde, irgendwelche Zimmermänner, Zimmerleute, die dann euch zunicken, Leute vom Blutbanner, also ihr könnt dann auch wohl noch Hadar al-Sanin erkennen, der da wohl steht und ziemlich müde aussieht, aber zufrieden euch ebenso zunickt. Nun, also uns war da ein interessantes Detail weitergetragen, und zwar dieser andere Perreine Geweihte. Wie hieß er noch gleich, Sudamin? Adelbert? Ich glaube schon. Ja, Bert. Mhm. Nun, er beschäftigt sich wohl gerne mit Kryptographie, ist aber ansonsten ein eher weltfremder Mensch. Interessant. Auffällig. Aber soweit noch nicht verdächtig. Nun, es ist zumindest vorstellbar, dass jemand seine Künste missbraucht haben könnte. Einen Gefallen eingefordert hat oder so etwas. Aber wie bekommen wir das heraus, ohne ihn auszuquetschen? Wir könnten seine Sachen durchsuchen. Wo lebt der Mann? Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Ich auch nicht, nein. Vermutlich in Gemächern nahe des Liatmen? Umso ja, besser. Dann im Tempel werden sie nicht mehr sein können. Das ist zu gefährlich. Bestimmt ist er auch irgendwo auf der Burg untergebracht. Wir sollten einfach nachfragen. Und wir hatten auch angekündigt, mit Dankrat zu reden. Wegen den Dörfern. Dann solltet ihr dies auch am besten tun. Ich werde wohl einen Weg zurücknehmen und schauen, dass er bei mir nicht in Schwierigkeiten ist, ja? Nicht, dass man ihn am Ende noch aufgegriffen hat. Nun, dann könntest du dich revanchieren für die ganzen Befreiungen. Lächle müde. Gut, also und dann, wo ist Boltax eigentlich? Ich nehme mal an, bei den Tauben? Noch? Na gut, ja. Dann sammle ich den auch ein, und sobald ihr vom Oberst zurückkommt, können wir uns kurz besprechen, wie wir diesen Gewalten angehen. Ja, und so geht's los. Babe, mir klickt es, die Tür geht auf und du kannst sehen, wie hier ein Herrenzimmer vorliegt, ein etwas größeres Gemach als das, was ihr euch zugelegt habt in der Burg. Und ein großer Teppich, alles irgendwie in Rot gehalten. Du kannst einen großen Anderthalbhänder erkennen, der in der Wand angebracht ist. Wahrscheinlich der Rondra-Kamm von dem Rondrianer, der ihm geboten wird. Nur führt er ja sein eigenes, mittlerweile die Bernsteinlöwen an seiner Seite. Einige Pokale, Grale von Rondra. Du kannst einige Vademeka erkennen, die hier auch ebenso herumliegen. Und ja, einige Bücher. Ich ziehe jetzt meine Tür hinter mir zu und verschaffe jetzt mal einen groben Überblick. Wo wollte ich was verstecken? Ich gucke nach einem Schreibtisch oder einem Sekretär oder Ähnlichem. Ja, findest du. Ebenso neben einem der Regale, ist ziemlich klein, auch zum Stehen und eher zum Lesen gedacht als zum Schreiben, würdest du meinen, noch darauf ein kleines Vademekum von Rondra. Das würde ich erstmal ignorieren. Den Sekretär komplett durchsuchen, also alle Fächer öffnen und gucken, ob da schon Sachen drin sind.
Falls ich nicht diese speziellen Papiere nicht finde, wieder zurückschieben und ja, dann anfangen, den Schreibtisch zu durchsuchen. Du findest unter anderem auch ein, es ist kein Buch, was er geschrieben hat, also kein Tagebuch, sondern eher ein Brief, direkt adressiert an Rondra. Seltsam. Ich lese mir flüchtig durch. Er ist an Rondra adressiert und er schämt sich, dass er während seiner Zeit in Ilsur wohl die ein oder anderen Gebote von ihr missachtet hat, um Menschenleben zu bewahren, um die Stadt gegen die Belagerer zu halten. Das ist ein Umstand, der an seiner Seele nagt. Gut. Dann würde ich mich dem Schreibtisch widmen. Würfel mal Sinnschärfe-Tasten. Ja, du durchsuchst ein bisschen, tastest hier, da, unter dem Schreibtisch, auf irgendwelche verborgenen, zweiten Geheimfächer, aber du findest nichts. Ich würde auch unter den Schreibtisch gucken. Also ja, wie gesagt, du tastest alles nach und guckst nochmal so ein bisschen durch die Bücher, die da wohl im Regal stehen, aber du bist der Meinung, dass er nichts verbirgt. Der hat wahrscheinlich so eine Schublade. Die Schublade komplett rausziehen und nachgucken. Ja, genau. Hast rausgezogen, auch nach einem doppelten Boden geklopft. Du bist der Meinung, du hast nichts. Gut. Dann würde ich mich mal die Vademeke mal so durchblättern, ob da irgendwie doppelte Seiten drin sind, etc. Ja, guckst, ob da irgendwas rausgeschnitten ist. Kampfgebet des Ordens, Weihgebet für einen Gefallenen, heilige Hippolyta, ritueller Zweikampf, Schattenkampf, Nachtgebet. Rondra, die Himmelsleuen, es ist wohl, du bist der Meinung, normales Vademecum. So viel hattest du noch nicht in der Hand. Choral der Heiligen Adare, Choral der Heiligen Adare Profanversion, irgendwelche Lieder zum Heiligen Luther. Gut, dann würde ich mich jetzt mal den Büchern in der Schrankwand widmen. Die mal durchblättern. Ja, du blätterst durch, die Zeit vergeht, findest wohl noch den ein oder anderen Briefverkehr, der etwas älter ist, adressiert mit 1025, die da wohl mit Rondrasir Löwenbrand geführt worden ist. Er war der Vorgänger von ihm selber und Talion folgte ihm auf seinem Platz. Dann durch das Klingen der Glocke kannst du hören, wie wohl im äußeren Bereich die Prozession vorbei ist und du könntest dir vorstellen, dass Talion demnächst wieder kommt. Gut, dann würde ich mir zur Tür eilen, als ich zurück schon durch war. Zur Tür eilen, mal kurz horchen. Wenn ich nichts höre, Tür aufmachen, Tropf vorstrecken, Tür rausgehen, Tür schließen und wieder verschließen die Tür. Ja, dann würfel wieder eine Mechanikprobe. Derweil bei Boltax. Ja, ich würde wieder hinabsteigen von dem Taubenschlag, der wird ja wahrscheinlich irgendwo oben liegen. Ja. Und mich dann mal langsam in Richtung unseres Zimmers begeben. Wenn da niemand ist, würde ich halt ein bisschen ziellos durch die Burg streifen. Ja. Also ich habe ja keine Ahnung, dass die alle bei ihrem Gebet sind. Ja. Wie lange das dauert. Die Burg ist ziemlich verlassen, aber du kannst erkennen, wie wohl dort Rafim sitzt mit dem kleinen Leatmon. Sitzen oben auf einem der Wehrgänge, geschützt vor Pfeilbeschuss und schneiden. Oh. Vor allem Rafim. Rafim, Leatmon, was macht ihr denn hier? Boltax, ihr habt die Zeremonie verpasst. Oh, habt ihr auch Blutsbrüderschaft geschlossen? Oh nein, das ist eine Spende an Chor. Möchtest du noch einsteigen? Und dann noch eine. Ja, genau. Dann, für Sumo vergieße ich gerne auch ein paar Tropfen Blut, natürlich. Ja, schneid dir nicht in die Hand, das machen nur die Idioten. Nein, ich nehme... Wenn dann mein Dolch und piekse mir ein bisschen in den Daumen und drücke das Blut dann heraus, das ist am sichersten. Da kann man genau abpassen, wie viel eigentlich rauskommen soll. Es geht ja nur um ein paar Tropfen. Ah? Oh, Erdmann, hat dir Rafim schon erzählt, dass wir eine wunderbare Gruppe sind, er und ich. Also, wir haben einen Clan gewissermaßen und ganz tolle Tätowierungen. Also, Rafim hat ohnehin ganz viele tolle Tätowierungen. Zeig doch mal, ihr beide. Ja, guck mal. Das bewegt sich ja sogar. Wow.
Ja, wenn du Zulamin ganz lieb fragst. Da bin ich. Ja, ja. Und Zulamin nicht sagst, dass ich dir das gesagt habe. Moment, da bist du. Ja, klar. Ja, du bist da. Normal. Ich gehöre jetzt auch zur Gruppe. Ja, stimmt. Ja, ja, schau es dir mal an, Boltax. Wie sieht's denn aus? Ja, ich würde mir das mal angucken, was da bei Raffin zu sehen ist. Also ich würde mir das Tattoo einmal neu anschauen, ob sich da was verändert hat. Eine halbe Sonne, die sich in einen Mond verwandelt hat. Wahrscheinlich. Und ein Storch. Noch nichts. Ein Storch ist drauf. Wie sieht's mit meiner Armbrust aus? Oder die ist ganz. Oh. Achso, warte mal. Ja, sie hat sich so ein bisschen rostig verfärbt an der Spitze. Ah, ein nach wie vor schönes Tattoo. Aber ja, guck mal. Erdmann, ich glaube, der Storch steht für dich. Dein Kumpane, ach, wie heißt der denn jetzt nochmal? Adelbert, der hat mir das nochmal erklärt, warum der Storch da auf dem Krug drauf ist. Jetzt weiß ich, dass der Storch euer Tier ist. Ah, und wusstest du das nicht? Na, er hat mir ein ganz interessantes Buch gegeben, Brems Tierleben. Das hat nichts mit Bremer Feuer zu tun, aber ist trotzdem ganz nett. Und ja, bei Yalan hat sich das Ganze sehr verändert. Der macht wohl irgendwas durch. Vielleicht sollte ich nochmal mit ihm reden. Ja, er hat ja die Hand verloren, ne? Ja, aber guck mal, hier ist jetzt der Mond irgendwie mit drauf und Sonne und das sieht ganz anders aus. Naja, der Mond ist ja auch irgendwie da oben, ne? Und die Sonne ja auch. Ja, aber na, egal, keine Ahnung. Und bei mir rostet die Armbrust. Oh, ob das bedeutet, dass ich zum Kolben werde? Ich hoffe ja nicht. Oh, Boltax, ich kann dir sagen, woran das liegt. Oh. Du musst einfach mal wieder einen kräftigen Schnaps trinken. Das ist das Problem. Ich kann mal wieder ein paar, kräftigen. Ich kann noch ein paar Karotten holen. Die aus dem Garten, die großen. Oh ja, das... Ja, lass uns zum Garten gehen. Jetzt. Ja, aber wir müssen eben noch die anderen einsammeln. Ich habe die Zeremonie da unten nicht unterbrechen wollen und nicht alle hierher locken, weil meine natürlich viel besser war. Ja, ja, natürlich. Das kann ich nachvollziehen. Aber guck mal, wir wollten dir ja unsere anderen Tätowierungen zeigen. Unsere Trollzacker-Tätowierungen von unserem Clan. Wow! Ja. Das sieht voll brutal aus. Währenddessen könnte sehen, wie Abel mir schwitzend sich gerade wieder auf den Wehrgang begibt und sich eine Hartklammer in das Haar wieder zurücksteckt. Wenn du erwachsen bist, kannst du auch in unseren Clan, wenn du möchtest. Also, wenn Raffin das in Ordnung findet. Ja, ja, natürlich. Du machst ein kleines Blutduell gegen... Ist Abelmir auch in dem Clan? Nein, Abelmir wollte damals nicht beitreten. Und Abelmir wollte auch kein Blutduell machen. Ne, Abelmir? Das ist mir zu brutal. Und naja, hier ist schon... Das ist nicht üblich, im Horasreich sich mit zu tätowieren oder solche Dinge zu tun. Ach, Abelmir, es war ein kleines Brand. Naja, und ein bisschen Narbe und ein bisschen Farbe. Das ist doch die Dreieinigkeit. Abelmir, muss mich im Übrigen bei dir entschuldigen. Als ich mit den Tauben Kontakt aufnehmen wollte, da ist mir das mit dem auf den Kopf defekieren nochmal durch den Kopf gegangen und dann haben sie das irgendwie gemacht. Es tut mir wirklich leid. Die Zeremonie ist vorbei. Danke, dass wir Korgeopfert haben. Ich gehe jetzt mit Isalinde rüber, ne? Nee, wir müssen mitkommen, ey. Wo sind... Ich guck mal unten, oben aus meinem Burgfenster, also aus meinem Wehrgang runter. Sehe ich die unten da noch rumlaufen? Ja, du kannst sehen, wie die Zeremonie aufgelöst ist und die Leute wieder zurück auf die Wehrgänge gehen oder an die Arbeit. Ja, Zulamin! Ich brülle einfach den ganzen Hof runter. Bewegt mal euren Arsch hier hoch! Nee, oder wir gehen runter. Dann, wir müssen ja sowieso runter, wenn wir dann in den Garten wollen. Ja, aber dann verpassen die alle meine Zeremonie. Die ist doch schon vorbei, oder nicht? Aber zumindest Isalinde will ja gleich rüber. Und wenn ich auch zum Garten will, was ich möchte, dann jetzt. Ja, wir kommen ja mit runter, meine Güte. Ja, so könnt ihr die Burg wieder nach unten laufen und trefft dort auf Zulamin, Isarun und Yalan. Ja, greifen. Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Bei der Chorzeremonie, die war oben im Wehrgang. Soll sehr schön gewesen sein, habe ich gehört. Bei den Tauben. Ja. Ich habe mich etwas gesäubert. Ja, wie gesagt, es tut mir furchtbar leid. Das war keine Darüber Absicht. Darüber sprechen wir noch. Das ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Und
dann hatten die Tauben das auch schon gemacht, gewissermaßen. Naja, Leon, man möchte jetzt sich übrigens den Garten angucken. Wer möchte alles mitkommen? Wir sollten ihn begleiten. Na, das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Ja, ja, wir sowieso die Gelegenheit haben. Aber Abel, mir sagt doch, habt ihr zufällig, während ihr nach neuer Kleidung gesucht habt, etwas gefunden? Nun, nichts Verdächtiges. Eure Taschen sind also leer gewesen, ja? So könnte man sagen. Allzu schade. Oh, aber ich habe etwas Interessantes gefunden. Ich habe diesen Adelbert kennengelernt und der hat mir ein Buch geschenkt. Ich gehe kurz zum anderen. Das ist der Geweihte, oder? Das ist der Geweihte, der mit der Kryptographie. Ja, der spricht immer, wie hieß das nochmal, Leertmann? Bosparano. Bosparano? Genau, das war das Wort. Ja, was ist das für ein Buch? Das ist Brems Tierleben. Hat nichts mit Bremer Feuer zu tun, dachte ich erst, aber... Welche Ausgabe? Hier, das ist erste Auflage, erste Edition. Oh, ziemlich alt. Ein sehr wertvolles Buch. Ja. Ja, vor allem ist es wohl auch schon beschmiert, also nicht so gut erhalten. Einige Worte sind wohl eingekreist auf verschiedenen Seiten. Wer tut denn sowas? Also, wenn ich so etwas sehe. Aber da ist ein ganz interessantes Kapitel über die Lepidoptera. Das sind Schmetterlinge. Könnten diese eingekreisten Wörter vielleicht etwas mit seiner Freizeitbeschäftigung zu tun haben? Möglicherweise. Ihr wisst, in der Kryptographie beschäftigt man sich auch mit Quellen. Dieses Buch könnte sozusagen die Quelle sein, aus dem sich bestimmte Wörter beziehen. Also der Schlüssel, um das Schloss zu knacken. In der Tat. Nun. Aber dann hätte er es Boltax bestimmt nicht einfach so in die Hand gedrückt. Vielleicht kennt er das Buch schon auswendig. Oder er will Beweise loswerden. Aber eigentlich schien er sehr nett und außerdem ist er schon seit 30 Jahren hier und hier geboren. Er schien mir nicht wie ein Spitzel. Nun, wer Bücher beschmiert? Dem ist alles so zu trauen. Ach, ja, naja. Vor also, allem hat er ein torwartsches Buch, Abel, mir. Umso schlimmer. Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten den Gedanken, dass irgendjemand ihn vielleicht für seine Kenntnisse in der Kryptographie benutzt. Nicht, dass er selbst wahrhaftig in der Sache drin hängt. Nun, wenn ihr bei dem Geweihten nichts gefunden habt, und er erschien mir, nachdem ihr weg war, dann sehr unterfürchtiger Mann zu sein. Wir lassen es einfach mal dabei, um keine weiteren Konflikte zu provozieren. Hätten wir noch den Oberst auf der Liste? Ja, über den habe ich auch noch was erfahren. Vor einem Jahr, das lag an meinem Pfeilwitz. Weil ich ja auch einen Pfeil in den Kopf bekommen habe. Aber der Pereine Geweihte, der fand es nicht so lustig, weil letztes Jahr, also vor einem Jahr, ist der alte Oberst daran gestorben. Und nicht mal erst. Ja. Nun ja, wenn der Oberst seit einem Jahr im Amt ist, dann ist es naheliegend, dass sein Vorgänger nicht einfach in Ruhestand gegangen ist. Und war so einer, wie wir viele schon kennengelernt haben. Ach, wie hieß er denn jetzt noch? Rudolf von Briggelsaum. Vielleicht sollten wir, was das angeht, einige Informationen einholen. Und wir haben noch mit seiner Frau gesprochen. Kennengelernt haben sie sich wohl schon vor längerer Zeit. Ich meine, sie sagte etwas von 3 Jahren oder so. Aber damals hat sie ihn wohl kaum zur Kenntnis genommen und naja, so wirklich auf ihn aufmerksam geworden ist sie erst, nachdem er dann schon Oberst war. Ach ja, sie machte uns noch auf seinen makellosen Leumund aufmerksam. Sie sagte, es hätte ein Empfehlungsschreiben gegeben von einem Kanzler, der Isarun sicher mehr sagt als mir. Sicher, der tobusche Kanzler. Der hat den Oberst wohl in höchsten Tönen gelobt. Also war sie erst scharf auf ihn, nachdem er eine Reputation hat. Oder vorher war er sehr unauffällig. Aber mir erscheint, als hätten wir eine neue Nachmittagsbeschäftigung. Habt ihr dieses Schreiben gesehen, dieses Empfehlungsschreiben?
Nein, wir haben das gerade erst in Erfahrung gebracht, ganz kurz vor dem Götterdienst. Wir haben das als, naja, leichte Unterhaltung verkauft. Insofern, es wäre nicht angemessen gewesen. Und ich glaube, ich hätte es auch als sehr seltsames Verhalten von ihrer Seite empfunden, wenn sie uns dieses Schreiben gezeigt hätte. Hm. Ja, Flamatsche hängen sich so an die Wand, beispielsweise. Ja, vielleicht wenn wir Glück haben. Aber es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass an diesem Schreiben etwas nicht ganz in Ordnung ist. Wie dem auch sei, wir sollten weiter diesem Hinweis nachgehen. Das ist so spannend mit euch. Ach, ihr seid ja auch noch da. Wo kommt ihr denn her? Hä? Immer auf die Klinke achten. Ja, und wenn's gut läuft und Leadmon 3-4 Jahre älter ist, bekommt er auch ein Blut-Tattoo. Ja, und dann gehen wir Drachen jagen. Genau. Kopf runter! Klug ist er zum Glück jetzt schon und wird deswegen gewiss nicht allen erzählen, was wir hier besprochen haben. Und unauffällig. Leute, klebt den Kopf runter, gleich fangen sie an zu schießen. Oh nein, nicht schon wieder. Kann ja beinahe seine Uhr danach stellen. Und mit einem Inferno bricht mal wieder der Zyklop auf der anderen Seite los.